Für die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort Frau Vorsitzende Harms. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich kenne Boris Johnson nicht, ich kenne aber Nigel Farage und ich muss sagen, bei dem Maulhelden, gefährlichen Maulhelden, hat mich das nicht überrascht, dass er sich jetzt erstmal seiner Verantwortung entzieht. Die Lage in Großbritannien ist sehr viel schwieriger, als Sie das hier dargestellt haben, aber in all dieser Widersprüchlichkeit der letzten Tage war ja doch eines überraschend. Nämlich, dass nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien das erste Mal, dass in der Niederlage der Europäischen Union das erste Mal eine emotionale Diskussion über die Europäische Union geführt worden ist. Da gibt es plötzlich in den Berichten aus Großbritannien die Erzählungen über Tränen, die auf den Straßen fließen, in Unternehmen. Da gibt es Wörter wie Europa Schmerz oder das Wort von der neuen Lust an Europa. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe große Lust, mich genau damit zu beschäftigen. Wie es mit der Brexit-Entscheidung weitergeht, das liegt in der Hand dann wahrscheinlich einer neuen britischen Regierung. Die Europäische Union der 27 muss die Interessen der 27 demgegenüber wahrnehmen. Aber wer sich eben das ganze Großbritannien heute anguckt, der muss sagen, dass Nicola Sturgeon mit ihrem Appell und die Redner der Demonstration am Wochenende mit ihrem Appell voll recht hatten, nämlich, dass unsere Türen für Großbritannien auch weiter offen stehen müssen. Meine Damen und Herren, was können wir tun, um uns mit denen zu verbinden, die da jetzt in London auf der Straße gewesen sind? Was ist eigentlich hinter dieser Brexit-Entscheidung? Was ist da passiert? Und es gibt zu viele Berichte über diese Neonationalisten, über Populisten und Antieuropäer aller Couleur, die eben die Sorgen und die Verunsicherung der Bürger nicht auflösen wollen, sondern die sie einfach nur für ihre Ideen nutzen, anfeuern und ummünzen. Und wir müssen uns eben mit diesen Sorgen, die die Menschen haben und die auch zu dieser Brexit-Entscheidung beigetragen haben, meiner Meinung nach politisch beschäftigen und da auch andere Antworten geben. Wenige Orte, die ich kenne, stehen in Europa so für die neue und ungerechte Gesellschaftsordnung wie London. Da ist ja noch reich für die Superreichen und die Reichen und einen Teil der Wohlhabenden. Normale Menschen, geschweige denn Habenichtse, wo sind die denn eigentlich noch in dieser Hauptstadt? Und diese gesellschaftliche Polarisierung, diese wachsende Ungerechtigkeit, die die Menschen auch beobachten, auf die müssen wir Antworten geben, wenn wir nicht zugucken wollen, wie das immer wieder genutzt wird von denen, die eben eine nationalistische und antieuropäische Hetze betreiben. Wir haben hier in den letzten Jahren immer wieder darüber geredet, wie wir gerechte Steuern für Unternehmen setzen können, wie wir die Finanzmärkte bändigen oder zumindest regulieren können. Wir haben darüber geredet, wie mit einem New Deal, einem Green New Deal, Arbeit und Beschäftigung und Perspektiven und Innovationen geschaffen werden können. Und wir haben auch sehr oft darüber geredet, dass verbindliche soziale Standards in ganz Europa gebraucht werden, besonders dann, wenn man sieht, dass in ganzen Ländern der Europäischen Union die sozialen Sicherungssysteme einfach nur noch zusammenbrechen. Was mich sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen, das ist zu sehen, ja, wie die Leute da, die jetzt irgendwie komisch aus der Wäsche gucken, wie die kleinen Leute dazu gebracht haben, gegen ihre Interessen zu stimmen. Ich bin ein Kind, ja, aus kleinen Verhältnissen und ich habe nur noch Verachtung, muss ich Ihnen sagen, für die Farage, die Le Pens und die von Storchs dieser Welt, die kleine Leute gegen kleine Leute und gegen Schwache aufhetzen. Und meine Damen und Herren, ich glaube, dass es wirklich eine große Frage ist, wie
Polen zum Beispiel, wie die PiS-Fraktion, die PiS-Delegation, das erträgt, dass Polen in Großbritannien als Bürger, die viel für das Land getan haben, heute nicht mehr gelitten werden. Meine Damen und Herren, die Europäische Union muss sich ändern. Die Europäische Union muss sich ändern. Aber nur wer bereit ist, diese Europäische Union zu verteidigen, der wird auch eine Chance haben gegen diesen Neonationalismus und die Verhetzung des Kontinents. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Harms, es gibt eine Blue Card. Herr Abgeordneter Betten möchte Ihnen eine Frage stellen. Wollen Sie das? Oh, Herr Betten. Thank you very much, Mr. Schulz. Madam Harms, you seem to be a bit contradictory in your exposition there, because you seem to be saying that it was, you know, the EU is a construction in favour of rich people, which I would agree with, but they're very rich people at the top. And then you didn't seem to understand. Do you understand that the people who voted to leave predominantly, not all, but predominantly in the UK, were in fact those people who've been hit hardest by the European Union, who've had to bear the economic burden, absolutely, the people who don't have jobs, who don't have prospects, who are seeing their living standards being driven down? Do you understand that it was those people who voted to leave? Vielen Dank, Herr Betten. And in fact, the EU is a construction for very rich people at the top, the big banks and the Goldman Sachs of this world. It is your farms. Also, ich würde jede Verantwortung, jede zentrale Verantwortung für das, wie sich London entwickelt hat, bei der britischen Regierung suchen. Und zwar nicht nur bei der letzten Regierung, sondern auch bei einigen davor. Und dass sie das nicht ändern konnten, das den Europäern als solches in die Schuhe zu schieben und die kleinen Leute gegen die Europäische Union aufzuhetzen, das finde ich wirklich verantwortungslos. Ich finde auch, dass wir in den letzten Tagen gesehen haben, dass sie wirklich nicht wussten, was sie machen wollen. Denn jetzt wird ja angekündigt, dass die Unternehmensbesteuerung runtergesetzt werden soll und dass die Sozialleistungen in Großbritannien gekürzt werden sollen. Das ist Ihre britische Brexit-Politik für kleine Leute. Okay, vielen Dank. So.